Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, meine Lieben. Heute wieder zu einer neuen Folge unserer Härtetests, wo wir Produkte über einen längeren Zeitraum testen. In diesem Fall eine Adventure-Jacke von Vanucci. Ihr wisst ja, Vanucci ist die Eigenmarke von Louis. Und diese neue Jacke namens VAJM1, die hat ein ganz spezielles System. Und zwar, man kann die Jacke kaufen, so wie ich sie jetzt anhabe, oder man kann dazu kombinieren eine Membranjacke oder einen Thermolayer, wie alles funktioniert, was das ganze System kann und was es interessant macht und was uns vielleicht auch nicht so gut gefallen hat, das alles seht ihr gleich. So, willkommen zurück bei unserem Härtetest. Ihr wisst ja, das sind Produkte, die wir von den Herstellern zur Verfügung gestellt bekommen, um sie bei unseren Fotoshootings zu tragen und um sie zu testen. Wir bekommen aber kein Geld für die Videos. Das heißt, wir sagen hier ganz offen, was uns gut gefällt und was uns weniger gut gefällt. In diesem Fall auf dem Prüfstand steht diese neue Jacke von Vanucci. Vanucci ist eine Eigenmarke von Louis. Und das ist mittlerweile eine Marke, die sich keineswegs jetzt verstecken muss hinter irgendwelchen großen anderen Markennamen, sondern ich muss sagen, wir haben immer wieder Vanucci-Produkte im Test. Sie gewinnen teilweise auch unsere Testwertungen, sind also ganz begeistert von diesen Produkten, von den meisten Produkten zumindest. Und das betrifft auch diese Jacke, die wir hier bekommen haben und die 2020 neu ins Sortiment genommen wurde. Bei dieser Jacke gibt es ein witziges System. Und zwar, ich kann diese Jacke hier kaufen, so wie ich sie jetzt anhabe. Das ist sozusagen die Basisjacke. Da sind die Protektoren drin, da ist der Schutz drin, die Oberfläche. Die Jacke ist aber nicht wasserdicht und sie hat auch kein Innenfutter. Dafür ist sie relativ günstig. Also die Jacke kostet unter 300 Euro momentan und ist nicht nur sehr gut verarbeitet, sondern auch wirklich funktionell. Ich kann natürlich sagen, das reicht mir, die Jacke um 300 Euro, das passt, denn die zwei zusätzlichen Funktionalitäten, die da noch fehlen, nämlich Wärme und Wasserdichtigkeit, das habe ich vielleicht ohnehin zu Hause. Das heißt, ich kann eine Regenjacke, die ich ohnehin zu Hause habe, einfach drüber tragen und ein Fleece-Pullover einfach drunter, wenn es kalt wird. Also es reicht völlig. Oder ich ergänze das System um zwei maßgeschneiderte Zusatzjacken, die Louis Vanucci auch noch zusätzlich im Programm hat. Und zwar, ich habe es im Intro schon erwähnt, das wäre einmal die Membranjacke. Das heißt, wenn ich die drunter ziehe, bin ich wirklich wasserdicht. Natürlich bringt es auch ein bisschen was für die Wärme. Oder ich nehme diesen Thermo-Innenliner noch dazu. Outlast, ihr seht, das ist gefüttert. Das schauen wir uns dann noch im Detail an. Aber dann habe ich zusätzlich auch noch einen wirklichen Wärmeeffekt, kann also die Jacke dann wirklich auch bei kälteren Temperaturen einsetzen. Bevor wir uns diese zwei Teile anschauen, kommen wir mal kurz zur Jacke selbst. Ja, das Obermaterial der Jacke, ihr seht, das ist im Adventure-Style gehalten und geschnitten, das sieht man auch in den Farben. Der Oberteil der Jacke ist aus Cordura, das ist also eine Kunstfaser, Polyamidfaser, die sehr widerstandsfähig ist und gute Abriebeigenschaften hat. Also wenn es dann doch einmal auf die Erde oder auf den Asphalt haut und man ein bisschen dahin schlittert, dann sollte das halbwegs halten, also das sollte sogar sehr gut halten eigentlich. Dazu gibt es dann auch noch verstärkte Nähte an den wichtigsten Bereichen. Wir sehen hier drinnen eine ganze Auflistung an Zulieferfirmen, die hier mitgearbeitet haben oder an Marken, die hier mitgearbeitet haben. Das ist Cordura. Es gibt dann auch noch Teile mit Teflon, 3M, Scotchlight, das sind dann die Reflektoren, die hier auch verarbeitet wurden. Also da ist eine ganze Latte an Referenzen für diese Jacke, die man da drin findet. Serienmäßig drin sind Schulterprotektoren, Super Shield, das ist auch die Eigenmarke von Louis, also Super Shield Protektoren an den Schultern, Soft Protektoren an den Ellenbogen, die sind serienmäßig drin. Und der Protektor, der Rückenprotektor, der kostet dann schon noch einmal extra, aber das sind unter 40 Euro, die man für den Rückenprotektor extra berappen muss. Wir haben, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, sehr, sehr viele Möglichkeiten an der Jacke, dass wir sie der Körperform anpassen. Also wir haben Weitenverstellungen hier flexibel bei den Ärmeln. Wir haben zusätzlich noch über Druckknöpfe verstellbar vorne. Und dann natürlich am Bund auch noch einmal die Möglichkeit, die Taille sozusagen zu verstellen. Also das
ist ein ganzes großes Programm, um die Jacke enger zu schnallen. Und zusätzlich gibt es dann auch sehr viele Stretch-Bereiche, eben da über den Ellenbogen und hinten auch da im Schulterbereich. Das macht die Jacke wirklich sehr, sehr komfortabel zu tragen. Ganz wichtig natürlich, wenn man die Jacke im Sommer verwendet, die Lüftungen. Und da sieht man schon, wir haben hier oben die Möglichkeit links und rechts, indem man das einfach nach hinten schiebt, da oben große Bereiche frei zu machen. Und wir haben hinten sogar drei Reißverschlüsse, um die Ventilation in Gang zu bringen. Nämlich einmal hier oben direkt unter dem Genick und dann noch links und rechts auf der Seite. Und da bekommt man wirklich eine sehr, sehr schöne Zirkulation der Luft hin. Also ich habe die Jacke auch auf Reisen im Hochsommer getragen und ich muss sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also man kann wirklich bis zu fast tropischen Temperaturen da halbwegs gut überleben. Ein kleiner Zusatzeffekt oder ein kleiner Kritikpunkt sozusagen, was ich sehr, sehr gern habe, ist, wenn die Jacke auch da bei den Ärmeln zu öffnen ist. Weil gerade bei Adventure Bikes, die haben ja meistens einen sehr, sehr guten Windschutz. Das gehört ja einfach da zum guten Ton dazu. Und da ist es so, dass man dann natürlich da vorne teilweise nicht zu viel Wind abbekommt, wenn man eben hinter einer großen Tourenscheibe sitzt. Und nach meiner Erfahrung bringt sehr, sehr viel, wenn da eben Lüftungsöffnungen an den Unterärmeln sind, aber die sind hier nicht zu finden, also die wurden nicht integriert, weil das ist natürlich ein Ärmel um den, also ein Reißverschluss, damit man den Handschuh leicht drunter bringt und dann zumacht. Sehr robuster Reißverschluss, wirklich super verarbeitet, aber eben keine Lüftungsschlitze hier an den Ärmeln. Das könnte man sich überlegen, ob man das noch bei einer neuen Version oder bei einer Evolutionsstufe vielleicht integriert. Ja, die Jacke ist wasserabweisend. Sie ist nicht wasserdicht, aber natürlich das Material ist ja sehr robust, ist sehr dicht. Also das ist wasserabweisend. Sollte man jetzt in einen ganz, ganz kurzen Regenguss kommen, dann wird man das wahrscheinlich halbwegs gut überstehen, sofern man natürlich die Lüftungsschlitze zumacht. Das ist ganz wichtig. Und das Handy sollte man dann in einer der beiden Außentaschen haben, weil die sind nämlich wasserdicht. Also die linke, man sieht es da auch da drin, waterproof, wird da gezeigt. Also die beiden Außentaschen links und rechts, die sind wasserdicht, also da passiert dem Handy nichts. Dazu haben wir dann innen noch zwei Taschen links und rechts. Also da ist man auch wirklich halbwegs gut bestückt. Also wie erwähnt, das ist jetzt die Basisjacke mit den Protektoren bis auf Rückenprotektor unter 300 Euro, also kostet momentan ca. 292 Euro bei Louis. Wie gesagt, wenn man sagt, man hat das Regengewand zu Hause, man hat einen guten Fließpullover, der runterpasst, dann findet man damit eigentlich wunderbar das Auslangen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, noch das dazu passende Equipment zu wählen. Was Louis unter anderem anbietet, ihr habt es vielleicht da oben schon gesehen, da gibt es auch noch eine Vorrichtung. Es gibt einen Sturmkragen. Also man kann einen richtig mächtigen Sturmkragen dazu ordern. Diesen Sturmkragen kann man hier oben befestigen, einzippen und der kostet keine 20 Euro. Wir haben den jetzt nicht ausprobiert, weil es war Sommer und das ist wirklich nicht die Zeit für einen Sturmkragen, aber das wäre eben eine Möglichkeit, wo man da zusätzlich noch etwas zu dieser Jacke nimmt. Oder, und da kommen wir jetzt zu den beiden anderen Dingen, diese beiden Jacken, die ich eingangs schon erwähnt habe. Das eine ist eben die Membranjacke. Und die ist wirklich wunderschön gearbeitet, wirklich sagen. Jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Diese Membranjacke kann man natürlich in die Jacke einzippen. Aber die kann man natürlich am Abend, wenn es regnet und man bei einer Reise dann irgendwo auch noch schnell auf einen Imbiss geht, kann man die Jacke natürlich auch so tragen. Und das ist wasserdicht, natürlich auch winddicht. Man kann da hinten auch noch die Weite verstellen, also ich habe da sogar noch eine weitere Funktionalität dabei. Da habe ich es jetzt unsauber zugeknöpft. Also die Jacke, das ist die erste, die man drunter tragen kann. Und diese Membranjacke heißt, schwieriger Name, VXR, und jetzt muss ich auf meinen Spickzettel schauen, M1. Also mit dem Namen könnt ihr euch vielleicht von Uchi noch was überlegen. Also VXR M1, das ist diese Membranjacke und die kostet derzeit rund 146 Euro und passt eben perfekt unter die
Adventure-Jacke, die ich euch gezeigt habe. Oder wenn man sagt, man hat ohnehin eine Regenjacke, die tragt man drüber, das braucht man nicht, dann könnte man diese Thermojacke noch drunter ziehen. Auch die passt perfekt drunter. Auch da gibt es die passenden Anschlüsse. Auch diese Jacke kann man am Abend, wenn man auf einer Motorradreise ist, anziehen. Ist vielleicht jetzt nicht super totschick, wenn man jetzt nur die anhat, aber sie ist natürlich extrem funktionell. Was mir immer gut gefällt bei solchen Jacken ist, wenn es da ein schönes Bündchen gibt bei den Ärmeln, also einen schönen Abschluss vorne. Und dann seht ihr schon, es sind da wattierte Bereiche. Es gibt auch hier Taschen. Also das heißt, ihr habt links und rechts zwei Taschen. Und sie ist extrem weich, extrem angenehm und ich habe es ausprobiert, auch wirklich extrem warm. Wobei, wie gesagt, im Sommer nicht unbedingt notwendig war, aber das ist eben die Jacke, die man dann noch locker drunter tragen kann und auch perfekt unter diese Jacke passt. Auch hier ein Name, der praktisch unaussprechlich ist, aber ich lese ihn euch jetzt vor von meinem Spickzettel und ich sage, der heißt VXUM3 Herrn Thermo D-Liner und der Preis ist rund 126 Euro für diese Jacke. Und jetzt gibt es noch eine Einschränkung, die ich gerne dazu sage. Die Einschränkung, die ich da noch vornehmen muss, ist die, dass man eigentlich nur eine von diesen Jacken drunter tragen kann. Also theoretisch ist es möglich, beide drunter zu tragen. Das heißt, ich habe die wasserdichte Schicht und die Thermoschicht unter dieser Jacke praktisch, zumindest bei mir ist das nicht möglich, weil dann ist man schon wirklich sehr, sehr voluminös unterwegs und schaut aus wie ein Michelin-Mandel, also bei mir zumindest. Die Größe, falls euch das interessiert, die ich da anhabe, das ist die Größe 54. Ja. Betrifft für alle Produkte, also jeweils 54. Es gibt die Jacke in den Größen von, ich glaube, 46 bis 64 und es gibt auch Damenversionen für diese Jacke. Also da findet jeder mit Sicherheit seine Größe. 54, ja, ich muss sagen, wenn jetzt ein bisschen weniger gegessen hätte in letzter Zeit, dann würde man wahrscheinlich 52 auch passen. Vielleicht sogar bei den Ärmeln ein bisschen besser sitzen, 52, aber es geht halt vorne leider nicht. Und so muss ich sagen, es ist trotzdem sehr angenehm, also 54, schöne Bewegungsfreiheit, sehr angenehm bei den Schultern, bei den Achseln, da gibt es ja oft ein Problem. Also das heißt, man hat wirklich auf einem Adventure-Bike, auch wenn es ein bisschen zur Sache geht, wirklich unheimlich schöne Bewegungsfreiheit, das funktioniert wirklich. Ja, und damit bin ich schon am Ende und kurzes Schlussresümee zu dieser Jacke. Sehr cleveres Konzept, finde ich. Nämlich, wenn man auch auf den Preis schaut und wenn man sagt, okay, vielleicht brauche ich nicht alles, was so eine Jacke bieten kann, dann kann ich mir genau die Bausteine zusammensuchen, die ich brauche. Die Basisjacke, Sturmkragen dazu, Rückenprotektor muss ich auch nicht nehmen, wenn ich ohnehin zum Beispiel eine Protektorenweste habe oder vielleicht auch schon eine Airbag-Weste, dann brauche ich einen Rückenprotektor nicht. Also das heißt, ich kann zielgenau zusammensuchen, was ich will, aus einer Fülle an Bausteinen. Und die Jacke selbst, ja, ich finde sie hübsch, ist natürlich der klassische Adventure-Style, gedeckte Farben, ja, ein bisschen Wüste-Gobi-Feeling, das gehört einfach dazu in dem Segment. Gute Funktionalität, guter Preis, wie gesagt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, vielleicht noch Belüftung hier noch an den Ärmeln, dann wäre ich komplett zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid mit dem Video auch zufrieden, mit der Vorstellung von dieser Jacke. Gebt mir ein Like, würde mich freuen, natürlich auf ein Abo klicken. Und ansonsten, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.